Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger. Wir werden heute mal wieder gemeinsam auf Experimente reagieren. Ich hoffe, es wird auf jeden Fall wieder explosiv. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Ich bin gespannt, was heute für Experimente dabei sind. Oh mein Gott, wir sind hier schon so Feuerwerkskracher. Let's go. Oh je, oh je. Denkt ihr, das fährt echt nach vorne mit so einem Böller da hinten drin? Okay, okay. Ein paar Zentimeter rollt das Ding zumindest schon mal. Cool, ne? Das ist einfach der Autoantrieb der Zukunft, Leute. Oh mein Gott. Naja, so arg weit kommen die Autos halt nicht. Das sind ja die Cola Mentos Autos besser. Okay, let's go. Oh, okay, okay. Das war schon ein bisschen besser. Okay, ich merke doch schon. Der P3000. Der P3000, der ballert natürlich. Das sehe ich doch schon. Der ballert hier ordentlich rein. Ja, der hat ein bisschen zu sehr reingeballert. Ach du Scheiße. Okay, ich bin gespannt, Leute. Ich glaube, es wird sehr lustig heute wieder. Ich schaue mir gern so ein Experiment an. Die haben den ganzen LKW geschrottet deswegen. Ey, was machen die denn nur? Okay, eine Cola-Dosen-Rakete. Eine Cola-Dosen-Rakete. Ja, das fliegt jetzt wahrscheinlich durch die Gegend hier, ne? Okay. Okay, verrückt. Das kann halt schon gar nicht vernünftig fliegen, weil das ist ja nicht ausgeglichen. Das müsste ja an beiden Seiten quasi sein, der Antrieb. Das ist schon so ein bisschen russisch Roulette, wer das Ding abbekommt, ne? Lol, so eine Kasse hatte damals meine Schwester als Spielzeugding. Ich erinnere mich da noch dran. Hahaha, aufgesprengt. Gib mir das Geld. Oh, oh, ein P23er. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Ob die Kasse überleben wird? Leute, was denkt ihr? Ich denke irgendwie nicht. Ich glaube nicht. Ja, nicht mal der Tisch hat das Ganze überlebt. Holy moly. Ja, da ist jetzt nichts mehr mit Cash-Register. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Was macht der denn da? Ah, der schießt damit drauf. Yeah. Also ich sag euch ehrlich, so ein Experimente-Channel würde mir auch echt Spaß machen, sowas. Ich find sowas richtig cool. Ich würde so richtig krankes Zeug machen. Ich würde so 20 von diesen Dingern nehmen, wo der gerade drauf schießt und dann auf einmal die so losschießen, dass so 20 von den Schüssen auf einmal so. Das wäre cool, wenn das mal jemand machen würde. Aber nicht, also nicht zu Hause nachmachen, Kinder, ne? Wir gucken nur auf so eine Videos, weil, ne, ihr wisst, alles mit Feuerwerkskörpern ist immer gefährlich. Ja, nicht nachmachen. Dafür gucken wir die Videos, ihr wisst Bescheid. Ich meinte damit, es wäre cool, wenn jemand von diesen Experiment-YouTubern das mal nachmacht. Die zerfetzt doch, komm. Ja, also, da ist ja nichts mehr übrig von der Wassermelone, ey. Das sind diese anderen Polenböller. Oh Mann. Ja gut, also der Panzer, von dem können wir uns jetzt schon mal verabschieden. Das sehe ich doch schon. Zu krass. Oh, ein Aquarium. Was machen die denn damit? Alter. Was ist das denn? Irgendwie so voll viel Kleinzeug. Ich glaube aber nicht, dass das so Knaller sind. Ich glaube, das ist eher sowas, was schön leuchtet. Weil so Knaller, da wird das Aquarium ja zersplittern. Da wird ja einfach nur Glas durch die Gegend fliegen. Das wäre ja voll gefährlich. Oh, oh, jetzt macht er da noch Spiritus drüber. Boah, was wird das denn? Ich glaube, das wird ja full cracked jetzt. Ach so, ne, es sind wirklich so kleine Knaller.
Wäre das jetzt irgendwas, was leuchtet, wäre es schöner. So ist einfach nur, sieht hässlich aus und das Aquarium geht kaputt. Ah, okay, es qualmt halt krass. Okay. Krank, Mann. Oh, Leute, weiter geht's. Ey, okay, das könnte tatsächlich sogar krass werden. Der Antrieb. Wenn der Helikopter fliegt, das wäre ja die Meta. So. Helikopter hebt ab. Oh nein. Oh, schade. Schade, ey. Das wäre schon lustig, wenn er wirklich weggeflogen wäre. Das wäre schon anders lustig. Ah, scheiße. Oha, der fliegt halt wirklich weg. Und Abfahrt. Gut, das liegt halt mehr an dem Ding, weil sich das dreht so. Also man hat ja Feuerwerkskörper. Nicht wirklich an den Rotorblättern, aber... Ah, der fliegt nicht. Das war nix gewesen. Das war nix gewesen, Brudi. Okay, wir haben wieder ein brandneues Aquarium. Was haut der da rein? Das sieht... Ist das Essig? Das sieht so von der Konsistenz her so ein bisschen Essig-mäßig aus. Was macht der denn jetzt damit? Das ist aber kein normales Wasser. Das ist irgendwie so ein bisschen... anders als Wasser. Okay, fand ich, war jetzt kein krasses Experiment. Was ist das hier? Vom Trading. Und schnell unter Wasser. Okay. Okay. Ich weiß noch, wir haben damals mal bei einem Kumpel zu Hause, also auch nicht nachmachen, Kinder. Wir haben damals mal bei einem Kumpel zu Hause, haben wir Böller in die Toilette reingeworfen. Und dann immer runtergespült und hat das so geknallt, aber... Also macht das nicht nach, Leute. Da kann wirklich das Rohr kaputt gehen. Dann hat man auch Wasserschaden im Haus. Das ist eigentlich voll dumm, was wir da gemacht haben. Oh, Alter. Was war das denn für ein Böller? Das hat erstaunlich... Alter, das hat ja erstaunlich gut geklappt. Das fliegt ja richtig weg, das Ding. Das ist krass. Boah, ich hab voll den Voice Crack gehabt, aber das war auf jeden Fall nice. Und Abfahrt. Heftig. Das ist schon cool. Wäre cool, wenn er das so mit zweimal machen würde und die eine braucht so länger, die Zündschnur, bis das startet. Dann ist das eine zum Hochfliegen und das andere, dass es dann in der Luft noch rumfliegt. Das wäre auch krass. Ja, der war nicht so gut. Das ist schon cool. Das ist schon richtig cool. Boah, genau sowas meine ich, Leute. Sowas würde ich bauen. Yeah, das ist ja wie eine Minigun. Wow. Alter. Genau sowas meinte ich vorhin. Oh mein Gott. Ey, sowas ist richtig cool. Das ist einfach eine Feuerwerks-Minigun. Oh mein Gott, sowas will ich öfter sehen. Alter. Boah, überleg mal, der wird damit mal auf so Kartons schießen oder so, ob das dann anfangen würde zu brennen. Alter, der hat ja alles weggesäbelt. Oha. Die sind ja sogar richtig kaputt, die Dinger.
Krass. Das war krass, Leute. Das war's gewesen. Coole Experimente. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Cramix.